Heute geht es um 12 ungeklärte Mordfälle aus Deutschland. Alle Morde haben zur jeweiligen Zeit landesweit für Aufsehen gesorgt. Die Täter leben in den meisten Fällen vermutlich noch immer mitten unter uns. Wenn ihr Vorschläge für neue Videos habt, könnt ihr uns die wie immer hier in die Kommentare oder auf Insta schreiben. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos. Rosemarie Nitribitt wächst in den 30er Jahren zusammen mit ihren zwei Halbgeschwistern bei ihrer alleinerziehenden Mutter in Rating und Düsseldorf auf. Doch als ihre Mutter wegen Straftaten eine Gefängnisstrafe absitzen muss, kommt Rosemarie ins Heim und später in eine Pflegefamilie. Mit 11 Jahren wird sie von einem Nachbarn sexuell missbraucht. Bereits als Teenagerin verdient sie ihr erstes Geld als Prostituierte. In der Frankfurter Szene hat sie schon bald einen Namen. Als Edelprostituierte verdient sie in den 50er Jahren innerhalb kürzester Zeit ein Vermögen. Und Rosemarie zeigt, was sie hat. Ihr Markenzeichen ist ihr schwarzer Mercedes-Benz SL mit knallroten Ledersitzen. Doch damals ist eine attraktive Frau, die mit einer gesellschaftlich kritischen Beschäftigung sehr gutes Geld verdient, vielen ein Dorn im Auge. Am 1. November 1957 wird sie in ihrer Wohnung nahe der Frankfurter Innenstadt tot aufgefunden. Laut Obduktion lag sie bereits ein bis zwei Tage leblos in ihrer Wohnung. Todesursächlich waren neben einer stumpfen Gewalteinwirkung auf den Kopf massive Würgemale am Hals. Deutschlandweit bekannt wurde der Fall damals, da zu ihren Kunden einflussreiche Persönlichkeiten gehört haben, darunter Politiker und Wirtschaftsbosse. Zu den potenziellen Tatverdächtigen gehören daher hochrangige Personen. Da es bei den Ermittlungen zu erheblichen Fehlern kommt und wichtige Dokumente zeitweise verschwinden, entstehen damals Gerüchte, dass sich prominente Freier versuchen zu schützen, darunter Mitglieder der Krupp-Familie. In Rosemaries eigenen Aufzeichnungen sind jedoch nur Namen von Bürgern aus der Mittelschicht verzeichnet worden. Als Hauptverdächtiger gilt damals jedoch ein Bekannter von Rosemarie. Der Mitte 30-Jährige hat unmittelbar nach ihrem Tod über eine große Geldsumme verfügt, dessen Herkunft er nicht hinreichend belegen konnte. Da Rosemarie selbst Unsummen an der Steuer vorbeiverdient hat, ließ sich damals nicht genau feststellen, wie viel Geld ihr Mörder entwendet hat. Da es keine eindeutigen Beweise gibt, wird der Hauptverdächtige 1960 freigesprochen. Seine Verteidigung hat während des Prozesses auch den festgelegten Todeszeitpunkt als mutmaßlich falsch betitelt, da Rosemarie nur Stunden vor ihrem angeblichen Tod noch gesehen worden sein soll. Der Fall gibt bis heute viele Rätsel auf, weshalb er immer wieder in Dokumentation und Film aufgegriffen worden ist. Inzwischen ist der Mord seit fast 7 Jahrzehnten ungeklärt. Detlef Rohweder ist 1932 als Sohn eines Buchhändlers in Gotha geboren. Nachdem er Rechtswissenschaften in Hamburg studiert, ist er später mehr als 10 Jahre lang Staatssekretär bei der SPD. Anschließend gehört er zur Spitze des Dortmunder Stahlkonzerns Hoesch. Bis 1990 wird Rohweder zweimal zum Manager des Jahres gewählt. Privat wohnt er mit seiner Frau und seinen Kindern in einer Villa im Düsseldorfer Bonzenviertel Niederkassel. Doch Anfang der 90er erhält die Familie Morddrohungen. Nachts schellt das Telefon und manchmal klingeln unbekannte Personen an der Tür. Der Bitte um Polizeischutz kommen die Behörden damals jedoch nicht nach. Ostermontag 1991 wird Rohweder dann Opfer eines Mordanschlags. In der Villa werden er und seine Frau von 3 Gewehrschüssen getroffen. Die einzige Kugel, die den Politiker trifft, ist tödlich. Seine Frau überlebt. Die Ermittler finden heraus, dass die Schüsse von einer gegenüberliegenden Kleingartensiedlung abgegeben worden sind. Trotz sofort eingeleiteter Großfahndung kann weder der Täter noch die Tatwaffe ausfindig gemacht werden. Jedoch wird an der Stelle des Schützen ein Bekennerschreiben der Roten Armee-Fraktion entdeckt. Die bekennen sich auch im Nachhinein erneut zu der Tat. Im Jahr 2001 wird eine damals entdeckte Haarprobe mit der Datenbank abgeglichen. Dabei kommt es bei dem bereits verstorbenen RAF-Mitglied Wolfgang Grams zu einem Treffer. Doch das alleine reicht als Beweis nicht aus, weshalb er nicht als der Mörder gesehen werden kann. Insbesondere die hohe Professionalität der Tatausführung sprechen laut einigen Gutachtern für die Beteiligung der Stasi. Ein mögliches Motiv könnte darin bestehen, dass Rohweder im Inbegriff war, veruntreute Gelder ausfindig zu machen.
Seine Witwe äußert 2018 in einem Interview, dass sie sich ziemlich sicher ist, den Mörder am Tattag in einem großen Fahrzeug auf dem Nachbargrundstück gesehen zu haben. Inzwischen ist auch sie verstorben. Besonders tragisch ist, dass die Villa damals lediglich im Erdgeschoss mit kugelsicherem Glas ausgestattet war. Die tödlichen Schüsse sind jedoch im ersten Stock durch ein Fenster eingeschlagen. Bis heute konnte für den Mordanschlag keine Person zur Rechenschaft gezogen werden. An einem warmen Sommertag im Juli 2001 machen Passanten im Main im Frankfurter Stadtteil Nied eine grausame Entdeckung. In einem Tuch verschnürt und mit einem Schirmständer beschwert finden sie die Leiche eines Mädchens. Laut Obduktion war sie etwa 16 Jahre alt und hat zum Zeitpunkt der Entdeckung bereits 24 Stunden im Wasser gelegen. Der Tod ist durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Oberkörper eingetreten, in dessen Folge das Mädchen neben Rippenbrüchen eine Verletzung der Milz und der Lunge erlitten hat. Besonders schockierend ist, dass das Opfer diverse schlecht verheilte Verletzungen hatte, die auf jahrelange Misshandlung schließen lassen. Beispielsweise hatte sie nicht ärztlich behandelte Brüche und Narben auf ihrer Haut, die auf das Ausdrücken von Zigaretten hindeuten. Die Ermittler vermuten, dass das Mädchen ursprünglich aus dem pakistanisch-afghanischen Raum stammt. Zu der Annahme gekommen sind sie, da dem Leichnam ein Tuch beilag, das in den erwähnten Ländern Verwendung findet. Allerdings muss sie vor ihrem Tod schon einige Jahre in Frankfurt gelebt haben. Die Veröffentlichung sämtlicher Details und Bilder des Opfers auch außerhalb von Deutschland führen zu keinem Ergebnis. Die Identität ist bis heute unklar, weshalb sie nur das Main-Mädchen oder das Mädchen aus dem Main genannt wird. Es ist davon auszugehen, dass sie jahrelang gefangen gehalten und schwer misshandelt worden ist, ehe sie dann getötet und in den Main geworfen wurde. Die beteiligten Beamten haben dem Kind tief berührt die letzte Ehre erwiesen und sie durch Finanzierung aus eigener Tasche bestattet. Bis heute ist weder die Identität des Mädchens bekannt, noch die ihres Mörders. Der nächste Fall hat sich ebenfalls in Frankfurt zugetragen und gilt inzwischen als Cold Case. Der Mord ist erst letztes Jahr bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt worden und hat aufgrund der Grausamkeit der Täter für großes Entsetzen gesorgt. In der Nacht des 15. August 2003 verschafft sich einer oder mehrere Täter Zugang zum Haus des alleinstehenden Seniors Josef Hellinger. Der Mitte 80-jährige Pensionär lebt in einem Haus in Flörsheim am Main. Das Opfer ist im Erdgeschoss überwältigt und an den Händen sowie den Füßen mit Kabelbindern gefesselt worden. Auch der Hals und der Mundbereich werden fixiert, sodass Josef unmöglich lautstark nach Hilfe rufen konnte. Der oder die Täter haben dann die Einrichtung auf den Kopf gestellt und für großes Chaos gesorgt. Ob etwas gestohlen wurde, bleibt unklar. Im Verlauf des Überfalls kommt es dann zum grausamen Höhepunkt der Tat. Der Mörder sticht Josef ein Küchenmesser in die rechte Brustseite. Am Ende sind es der hohe Blutverlust und die strangulierende Wirkung des Kabelbinders am Hals, die zum Tod von Josef führen. Qualvoll und nach einem vermutlich stundenlang andauernden Todeskampf erliegt er völlig hilflos seinen Verletzungen. Den Ermittlern ist es nicht gelungen, verwertbare Spuren am Tatort sicherzustellen. Zudem konnte bis heute kein Tatmotiv eruiert werden. Die extrem brutale Tatausführung ließ sich auch bei keinem anderen Fall in Deutschland wiederfinden. Die Belohnung beträgt mehr als 20.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Mörders von Josef Hellinger führen, der vor 20 Jahren extrem brutal getötet wurde. Der Spandauer Forst in Berlin ist für seine schöne Natur und die Artenvielfalt der heimischen Tiere bekannt. In genau diesem Naturparadies geht Kirsten Saling regelmäßig joggen. So auch am 20. Juni 2009. Gegen 9 Uhr morgens läuft die 39-jährige Psychologin, die an der Charité angestellt ist, ihre Runden. Mit im Wald ist ein unbekannter Mann auf einem roten Fahrrad. Er trägt eine weiße Jacke sowie eine weiße Hose und soll höchstens um die 20 gewesen sein. Als er an Kirsten vorbeifährt, tritt er auf sie ein und sticht sie mit einer 15 cm langen Klinge nieder. Die Psychologin schreit unter Todesangst um Hilfe. Die Tatausführung dauert nur Sekunden. Der Mann springt auf sein Rad und fährt davon. Passanten eilen ihr zu Hilfe und verständigen den Notruf. Sagen Sie meinem Mann, dass ich ihn liebe. Dann verliert Kirsten das Bewusstsein und verstirbt wenig später im Krankenhaus.
Ihr Mann war zum Zeitpunkt der Tatausführung nur einige hundert Meter von ihr entfernt. Die Ermittler gehen anschließend jeder Spur nach und befragen sämtliche Personen aus Kirstens Umfeld. Doch es kann keine Verbindung zum Täter hergestellt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass der Mörder zufällig auf sein Opfer gestoßen ist. Selbiges bestätigt Kirsten auch selber in ihren letzten Atemzügen. Sie gibt an, dass der Mann ihr völlig fremd gewesen sei und er kein Wort gesprochen habe. Als der Mörder den Tatort verlassen hat, wird er auf seinem Fahrrad von einer Überwachungskamera gefilmt. Doch auch diese Bilder führten bisher zu keinem Treffer. Eine Zeugin sagt aus, dass derselbe Mann sie kurz vor der Tat über einen längeren Zeitraum mit seinem Fahrrad verfolgt hat. Doch dann hat er sich offenbar umentschieden und Kirsten Saling getötet. Heute erinnert eine Gedenktafel in der Nähe des Tatorts an die aufopferungsvolle Psychologin, die zu Lebzeiten schwerstkranke Menschen in ihren letzten Stunden begleitet hat. Die erst 13 Jahre alte Lydia Schürmann lebt 1962 in St. Veit, heute ein Teil von Reda-Wiedenbrück in NRW. Am 26. April kommt es zu einem Streit mit ihrer Mutter, in dessen Folge Lydia zu Hausarrest verdonnert wird. Doch heimlich klettert das Mädchen aus dem Fenster und läuft davon. Laut Aussage eines LKW-Fahrers hat er sie bis zur holländischen Grenze mitgenommen, da das Mädchen angegeben hat, nach Frankreich reisen zu wollen. By the way, muss der Typ aber auch einen Dachschaden gehabt haben. Man kann doch nicht einfach ein kleines Mädchen mitnehmen, da ruft man die Polizei. Also ist für mich wirklich unverständlich. Jedenfalls beschließt Lydia dann doch wieder per Anhalter zurückzufahren. In der Nähe von München-Gladbach verliert sich ihre Spur jedoch. Über Monate hinweg kann die Polizei dann anschließend nichts über ihren Verbleib herausfinden. Doch dann wird im August desselben Jahres wieder von Pilzsammlern ihre Leiche in einem Feldweg bei Bielefeld entdeckt. Todesursächlich waren Würgemale am Hals. Trotz der Veröffentlichung bei XY gibt es keine Spur zum Täter. Doch dann kommt mehr als 40 Jahre später wieder Bewegung in den Fall. Die Polizei in Kaiserslautern erreicht ein anonymer Brief, in dem der Verfasser sein Gewissen entlasten möchte, da er ein Mädchen getötet hat. Ein Jahr danach erhält die Polizei in Bielefeld einen ähnlichen Brief. Der Schreiber gibt an, etwas zu dem ungeklärten Mord an Lydia beitragen zu können. DNA-Spuren beweisen dann, dass beide Briefe ein und derselbe Mann verfasst haben muss. Da er scheinbar über Täterwissen verfügt, messen die Ermittler den Briefen eine hohe Glaubwürdigkeit bei. Doch andauernde Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Mann um einen Idioten mit einem hohen Geltungsbedürfnis handelt. Da er bei seiner Identifizierung im Jahr 2008 erst Mitte 30 war, kann er unmöglich etwas mit dem Mord an Lydia zu tun haben. Denn zu diesem Zeitpunkt war er maximal ein flüssiger Gedanke seines Vaters. Leider gibt es zu dem Mord an Lydia keine weiteren Infos. Inzwischen ist die grausame Tat an dem unschuldigen Mädchen seit mehr als 6 Jahrzehnten ungesühnt. Wer ist mein Mörder? Mit diesem Plakat sucht die Polizei in Unterfranken in diesem Jahr nach neuen Hinweisen in einem Cold Case Mordfall aus dem Jahre 1990. Parallel dazu ist der Fall vor ein paar Wochen bei XY ausgestrahlt worden. Der 16 Jahre alte Bäckerlehrling Klaus Berninger ist damals im Dezember brutal ermordet worden. Zuletzt lebend gesehen worden ist der Junge vor einem Pub in Wörth. Danach verliert sich seine Spur. Tage später wird seine Leiche im Waldgebiet Schneesberg entdeckt. Laut Polizei ist er an einer massiven und scharfen Gewalteinwirkung verstorben. Der Auffindeort dürfte auch gleichzeitig der Tatort gewesen sein. Spuren gibt es damals keine, weshalb der Fall lange zu den Akten gelegt wird. Doch Jahre später rollen die Ermittler den Fall erneut auf und entdecken nahe des Tatorts einen Anhänger, der mutmaßlich zu einer Kette gehört hat. Ebenso wird etwa ein Meter tief im Erdreich ein Messer entdeckt. Es besteht die Möglichkeit, dass die beiden Gegenstände dem oder den Tätern gehört haben könnten. Zudem stellt sich heraus, dass Klaus vor seinem Tod diverse Gegenstände bei der Firma Schneider bestellt hat. Die sind bis heute auf den Versandhandel für den gewerblichen Bedarf spezialisiert. Allerdings fehlt von allen diesen Bestellungen jede Spur. Laut aktuellen Hinweisen ermittelt die Polizei gegen eine Person aus dem nahen Umfeld, die bereits damals kurzzeitig in den Fokus der Ermittlungen geraten ist. Einen konkreten Tatverdacht gäbe es allerdings nicht. Inzwischen wird mutmaßlich davon ausgegangen, dass Klaus von mehreren Personen aus seinem damaligen Umfeld getötet wurde.
Die Belohnung beträgt in diesem Fall 10.000 Euro. Unter Umständen könnte der Fall, insbesondere durch die zahlreichen Hinweise nach der Veröffentlichung bei XY, schon bald aufgeklärt werden. Der nächste Mord hat sich 2011 in Halle zugetragen. Der 14. Oktober ist zunächst ein ganz normaler Tag. Die dreifache Mutter Nelly Graf macht am Vormittag diverse Erledigungen. Unter anderem nimmt sie einen Arzttermin wahr und geht zur Apotheke. Im Anschluss ist sie wieder zu Hause. Nachmittags hätte sie die Spätschicht in einem Supermarkt gehabt. Doch die 46-Jährige verlässt das Haus Stunden vor Schichtbeginn erneut mit ihrem Fahrrad in unbekannte Richtung. Passanten entdecken zwei Tage nach ihrem Verschwinden ihr Fahrrad in einem Waldstück. Dann, 4 Monate später, werden alle Hoffnungen zerschlagen. Nellys Leichnam wird im Februar 2012 am Rand eines Waldstücks ein paar Kilometer weiter entdeckt. Das Opfer ist gefesselt und vermutlich gefoltert worden. Denn beim Auffinden waren ihre Hände mit Kabelbindern fixiert und ihre Augen mit Klebeband zugeklebt. Als Todesursache können Stichverletzungen festgestellt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass Nelly jedoch woanders getötet und an den späteren Fundort verschleppt worden ist. Aufgrund einer sichergestellten DNA-Spur werden mehr als 1000 Männer zu einem Speicheltest gebeten. Doch auch das führt zu keinem Treffer. Mysteriös ist damals der Umstand, dass Nelly das Haus ohne ihre Habseligkeiten wie Portemonnaie, Handy und Schlüssel verlassen hat. Insbesondere die brutale Tatausführung hat für großes mediales Aufsehen gesorgt. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte bis heute kein Tatverdächtiger ermittelt werden. Nelly Graf wäre heute inzwischen Mitte 50 und mehrfache Großmutter. Brigitte Erdmann lebt Ende der 70er in einer kleinen Wohnung in Hamburg-Alsterdorf. An einer nahegelegenen Uni studiert sie Jura. Um sich Geld dazu zu verdienen, ist die attraktive Frau nebenbei als Model tätig. Nach dem Studium widmet sie sich ganz ihrer Tätigkeit als Juristin. Lediglich in der Liebe läuft es überhaupt nicht. Brigitte antwortet in den 80ern auf diverse Kontaktanzeigen örtlicher Zeitschriften. Zeitweise hat sie eine Beziehung, doch die ist nur von kurzer Dauer. Am Abend des 5. April 1983 besucht sie einen Sprachkurs in der Hamburger Innenstadt und nimmt auf dem Heimweg noch eine kleine Mahlzeit zu sich. Doch leider ist das letzte Lebenszeichen der Frau, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatte. 2 Tage später wird sie von Beamten entdeckt, nachdem Brigitte der Arbeit ferngeblieben ist. Sie liegt leblos im Nachthemd, gefesselt auf dem Boden. Als Todesursache werden Stichverletzungen am Oberkörper festgestellt. Laut Obduktion lag sie etwa bereits 1 bis 2 Tage tot in ihrer Wohnung. Ein Sexualmord kann als Motiv ausgeschlossen werden. Lediglich Geld und die Papiere von Brigitte sind damals verschwunden. Trotz intensiver Ermittlungen in Brigittes Umfeld ergibt sich jahrelang keine Spur zum Täter. Doch einige Jahre nach dem Mord kommt es zu Vorfällen, die den Ermittlern ein Rätsel sind. Über Jahre hinweg meldet sich ein anonymer Anrufer bei der Familie von Brigitte. Immer an ihrem Geburtstag und ihrem Todestag. Doch bei keinem dieser Anrufe gibt er je ein Wort von sich. Der Anrufer konnte jedoch bis heute nicht identifiziert werden. Der bis dato größte Ermittlungserfolg tritt ein, nachdem asservierte Blutspuren des Tatorts mit neuen Methoden untersucht werden. Dabei wird DNA-Material eines Mannes entdeckt. Doch leider führt auch diese Spur bis heute, 40 Jahre nach dem Mord an Brigitte Erdmann, zu keinem Täter. Es ist möglich, dass sie damals über die Kontaktanzeigen auf ihren Mörder gestoßen ist. Doch genau weiß das niemand, außer der Täter. Am 14. Juli 2021 kommt es in Wiesbaden zu einer entsetzlichen Tat, die starken Hinrichtungscharakter hatte. Der damals 41-jährige René Kunze wird morgens tot im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel entdeckt. Laut Obduktion ist er aus nächster Nähe mit 2 Schüssen im Oberkörper-Nackenbereich ermordet worden. Ob der Fundort auch der Tatort war, lässt sich bis heute nicht genau sagen. Ein Passant hat den Leichnam von René in der Nähe einer Kleingartenanlage entdeckt. Beim Auffinden lag er bereits einige Stunden tot am Fundort, dem sogenannten Gleisdreieck.
Laut XY hat der 41-Jährige sich zu Lebzeiten wenig Freunde gemacht, weshalb sich Befragung und Untersuchung im Umfeld des Getöteten als sehr kompliziert erwiesen haben. Die Zeugen hätten demnach nur ungern mit der Polizei geredet. Laut einigen Medienberichten soll er im Rockermilieu verkehrt haben. Dennoch sind nach der Ausstrahlung bei XY im April diesen Jahres einige Hinweise eingegangen. Allerdings führten die bisher noch nicht zum Durchbruch. Das Polizeipräsidium Westhessen interessiert insbesondere, ob jemand auffällige Beobachtungen in der Tatnacht in der Nähe des Fundorts der Leiche gemacht hat. Die Belohnung in diesem Fall beträgt 5000 Euro. Michael Sattler hat in den 90er Jahren ein ziemlich turbulentes Leben. Er verliert seine Position als leitender Angestellter und kurz danach auch seine Frau, nachdem er zugibt, homosexuell zu sein. Als er zunehmend Geldprobleme hat, lebt er zeitweise bei einem Freund. Doch als es im Januar 2001 zu einem Streit kommt, zieht Michael durch die Stuttgarter City. Er hält sich immer wieder in Bars und Diskotheken auf. Zuletzt lebend gesehen wird er in der Bar Monroe's. Doch in derselben Nacht wird er brutal ermordet. 3 Tage später wird seine Leiche auf einem ehemaligen Güterbahnhof entdeckt. Die Tatausführung zeugt von extremer Gewalt. Todesursächlich waren diverse stumpfe Gewalteinwirkungen über mehrere Stunden oder Minuten. Der oder die Täter müssen aus großem Hass herausgehandelt haben. Als Tatmotiv konnte daher Schwulenhass in Betracht gezogen werden. Ebenso ist eine Beziehungstat möglich. Da Michael zu Lebzeiten viel in der Szene verkehrt hat, ist es möglich, dass er Affären zu diversen Männern gehabt hat. Am Tatort wird damals die DNA-Spur eines Mannes entdeckt. Allerdings gibt es dazu bis heute keinen Treffer in der Datenbank. Auch über 20 Jahre nach dem Mord interessiert sich die Polizei für Hinweise von Personen, die sich zum damaligen Zeitpunkt im Bahnhofsviertel und dem homosexuellen Milieu aufgehalten haben. Der Fall liegt seit Jahren offenbar unberührt bei der Stuttgarter Polizei. Berichte darüber, dass er neu aufgerollt wurde, gibt es keine. Alle Spuren und Hinweise scheinen vollumfänglich ausermittelt zu sein. Die 1992 17-jährige Sandra Zimmermann lebt bei ihrer Familie in Bad Salzuflen. Sie macht damals eine Ausbildung als Erzieherin und hat einen Freund im mehr als 20 Kilometer entfernten Bünde. Wenn sie ihn besucht, fährt sie meistens mit dem Bus. Doch hin und wieder trampt Sandra auch. So auch am 15. März 1992. Nach einem gemeinsamen Wochenende macht sie sich mit dem Bus und offenbar auch per Anhalter auf den Heimweg. Doch zu Hause kommt sie nie an. Ihre Eltern erstatten eine Vermisstenanzeige. Jedoch fehlt von Sandra wochenlang jede Spur. Einige Wochen später wird ihre Leiche dann in einem Waldstück bei Lübecke entdeckt. Notdürftig mit Laub bedeckt und halb entkleidet. Laut Obduktion ist sie erdrosselt und sexuell missbraucht worden. Zudem lässt sich feststellen, dass Sandra an einem anderen Ort getötet und dann zum späteren Fundort verschleppt worden ist. Ihr Rucksack sowie ein Schuh fehlen bis heute. Trotz der Befragung von unzähligen Zeugen und einer Belohnung kommt die Mordkommission kein Stück voran. Nachdem der Fall 2014 bei XY ausgestrahlt wurde, melden sich dann jedoch 2 Männer. Sie stammen aus der näheren Umgebung und behaupten, unabhängig voneinander jeweils eine Person zu kennen, die etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Doch auch diese Hinweise stellen sich wenig später als fehlerhaft heraus. Bereits einige Jahre zuvor hat sich ein verurteilter Mörder zu der Tat bekannt, allerdings handelte es sich dabei um ein falsches Geständnis. Bis heute sind mehr als 1600 PKWs überprüft worden und die Ermittler sind über 400 Hinweisen nachgegangen. Doch der Mord an Sandra Zimmermann ist inzwischen seit mehr als 30 Jahren ungeklärt.